Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Na Leute, erkennt ihr, wer ich sein soll? Rote Strubelhaare, ein dickes Bäuchlein und große Füße. Richtig, ich bin Pumuckl. Und hinter mir seht ihr die Bühne vom Pumuckl Musical. Heute dreht sich alles um Pumuckl. Um Pumuckl. Der Pumuckl ist der wahrscheinlich berühmteste Kobold Deutschlands. Egal, ob groß oder klein. Viele lieben die Geschichten vom Schreinermeister Eder und seinem kleinen, rothaarigen Mitbewohner, dem Pumuckl. Der treibt am liebsten Schabernack, also Unsinn. Der kleine Kobold reimt gerne. Der Pumuckl ist da! Inne meine Miste, was ist in dieser Kiste? Und er kann sich sogar unsichtbar machen, guck mal. Wie er das macht, das seht ihr in der Sendung. Denn heute dreht sich alles um den Pumuckl und andere Kobolde. Kobolde können so aussehen, so oder auch so. Und eins haben die meisten gemeinsam. Sie sind nicht besonders groß und machen gerne Blödsinn. Ich finde heute raus, wo die Geschichten vom Pumuckl und den anderen Kobolden herkommen. Und ich werde sogar selbst zum Kobold. Beim Pumuckl Musical. Und das Coolste? Ich denke mir eine neue Koboldsfigur aus. Eine Koboldine. Wie die wohl aussieht? Also, alle bereit? Hier kommt der Pumuckl-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Habt sie? Ey, die sind ja in Koboldgröße, die kann ja kein Mensch lesen. Wartet mal. Ey, jetzt funktioniert's, ich kann sie lesen. Wer hat Pumuckl erfunden? Wie funktionieren die Fernsehtricks auf der Bühne? Und gibt es Kobolde wirklich? Das check ich! Das check ich für euch! So Leute, bevor es richtig losgeht, stelle ich euch den kleinen Kerl hier nochmal vor. Jede Pumuckl-Folge beginnt so. Zum Meister Eder kam Pumuckl eher zufällig. Er blieb beim Unsinnmachen an einem Leimtopf kleben. Und das bedeutet? Ich glaube, ich spinne. Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt, dann wird er sichtbar. Das ist Kobolds Gesetz. Das ist ein dummes Gefühl, sichtbar zu sein. Ein sehr dummes Gefühl. Dann geh doch wieder weg und komm nicht mehr zu mir, dann bleibst du unsichtbar. Ich muss aber doch bei dem bleiben, der mich einmal gesehen hat. Koboldsgesetz. Ja. Ich weiß. Der Pumuckl ist immer noch so berühmt, dass sich die Leute vom Gärtnerplatztheater in München sogar ein Pumuckl-Musical ausgedacht haben. Zuerst treffe ich Hauptdarsteller Christian. Er und die anderen Schauspieler proben gerade noch. Und so sieht Christian im Kostüm aus. Nach den Proben zeigt er mir seinen Lieblingsplatz im Theater. Wow, hey, das ist eine richtig coole Aussicht hier. Was mich mal interessieren würde, du machst ja da so eine richtig verrückte Pumuckl-Stimme. Wie schaffst du das? Ich glaube, ja, ganz wichtig ist zu wissen, das kann man auch mal zu Hause ausprobieren oder so, dass wir hier so sozusagen eine Bruststimme haben und eine Kopfstimme. Warte mal, was ist eine Bruststimme? Die Bruststimme, die macht hey! 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 So mit dem ganzen Körper. Mit dem ganzen eigentlich. Körper sozusagen. Ja. Und dann hast du noch die Kopfstimme, wie wenn du zum Beispiel Fußball spielst mit deinen Freunden und du hast ein Tor gemacht, dann machst du Wuhu! Und diese gilt es dann sozusagen zu verfeinern in diesen Pumuckl-Sound, das ein bisschen wird und so ein bisschen komisch und so man rösten muss und so. Mach mal. Ich bin doch keine Maus, ich bin doch Pumuckl. Ja, genau. Aber ist ja auch mega schwierig, weil du musst ja nicht nur knarzig klingen und lustig sprechen, du musst ja auch singen. So ist das. Ist das schwierig? Oh, das ist voll schwierig am Anfang. Zum Beispiel so ein Hu, aber so ein Uah, das ist der Pumuckl.
Dunkelheit denkst du ein bisschen in die Nase rein. Das klingt ganz schön unangenehm. Ja, das soll es ja auch so ein bisschen sein. Und trotzdem soll es nicht ganz so unangenehm sein, weißt du? Also das ist ja der Pumucke, sonst wär's ja ganz normal gesungen. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, so. Hört sich schon ein wenig nach Pumuckl an, oder? Aber wer hat den eigentlich erfunden? Checkerfrage. Wer hat Pumuckl erfunden? Erfunden hat ihn diese Frau hier. Alice Kaut. Und Pumuckl heißt er übrigens, weil der Mann von Alice Kaut sie immer so genannt hat, wenn sie ihn ein bisschen geärgert hat. Alice Kaut hat die Geschichten von Pumuckl und dem Meister Eder am Anfang als Hörspiel geschrieben. Viele Familien hörten das dann jede Woche im Radio, oder? Eben auf Schallplatte. Die sehen so aus. Vielleicht kennt ihr die noch von euren Großeltern. Und von Anfang an hatte der Pumuckl die einzigartige Stimme von Hans Klarin. Das ist ein Elefantenei. Okay, Elefantenei, gibt's überhaupt gar nicht. Hier ist Hans Klarin im Tonstudio. Also da, wo er die Pumuckl-Geschichten eingesprochen hat. Neben ihm ist Gustl Beyerhammer, der den Meister Eder spielt. Schau mal, was ich gefunden habe! Aber bist du verrückt geworden? Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu Straußen zurück. Weil die Pumuckl-Hörspiele so erfolgreich waren, hat Alice Kaut immer mehr Geschichten geschrieben. Am Ende waren es sogar mehr als 90. Die Geschichten konnte man dann auch als Bücher kaufen. Und manche wurden sogar auf Japanisch und Chinesisch übersetzt. Und klar, also vorne drauf auf den Büchern musste natürlich der Pumuckl sein. Deshalb schrieb Alice Kaut einen Zeichenwettbewerb aus. Die Vorgaben, der Pumuckl sollte rote Haare haben und große Hände zum Nägelkisten runterschmeißen. Und am besten gefiel Alice Kaut der Pumuckl von Barbara von Jonsson. Und so hat die Zeichnerin den Pumuckl 15 Jahre lang für Bücher und Schallplatten gemalt. Und übrigens trägt der Pumuckl deshalb keine Schuhe, weil Barbara von Jonsson auch am liebsten barfuß rumläuft. Alice Kaut hat die Geschichten zuerst fürs Radio geschrieben. Später wurden daraus Bücher. Barbara von Jonsson hat die Figur dazu gezeichnet. Gecheckt. Also, irgendwas ist komisch in letzter Zeit in der Checkerbude. Naja, jetzt erstmal. Jetzt erstmal eine Frage an euch. Wie viele Pumuckl-Bilder musste man für eine Minute Film zeichnen? A. 25, B. 200 oder C. 400? Guckt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Als Meister Eder und sein Pumuckl ins Fernsehen kamen, mussten sich die Filmleute einige Tricks einfallen lassen. Hallo! Ja, wo bist denn du überhaupt? Hallo, Meister Eder! Schau mal, was ich gefunden habe! Ja, sag mal, bist denn du verrückt geworden? Das ist ja ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zurück. Was? Nein, nein, das ist ein Elefantenei. Elefanteneier gibt's ja überhaupt gar nicht. Bring sofort dieses Straußenei zurück. Du, ich geh sonst heim. Denn klar, Pumuckl ist gezeichnet und kann das Straußenei nicht wirklich selbst tragen. Die Filmleute befestigten deshalb einen durchsichtigen Faden an dem Ei. Der Faden hing an einer Angel. Und dann gab es noch jemanden, der nur dafür zuständig war, das Ei so zu bewegen, als würde Pumuckl es tragen. Denn der gezeichnete Pumuckl kam ja erst später dazu. Wie? Das klären wir gleich. Vorher zeigt mir Christian, wie das auf der Bühne funktioniert. Und dazu habe ich auch eine Checkerfrage. Wie funktionieren die Fernsehtricks auf der Bühne? Und hier passiert es jetzt, dass der Pumuckl unsichtbar ist. Okay, und dann passiert die Magie, dann ne? Passiert die Magie. Und jetzt pass mal auf, Julian. Boah, er schwebt ja. Ja. Tschüss, Zuckerdose. Tschüss, Zuckerdose. Wie geht das? Da ist ja hier so eine Schnur. Seht ihr das? Die ist ganz dünn und von Weitem sieht man die natürlich gar nicht. Und das ist der Trick dabei. Wer hat das jetzt überhaupt gemacht? Das macht das Pumuckl-Team hinter der Bühne und das macht die Requisite. Das sind Konstanze und Verena. Hallo. Mit der dünnen Schnur zieht Verena die Dose nach oben oder nach unten. Mit den dickeren Seilen kann Konstanze die Zuckerdose nach links oder nach rechts bewegen. Und weil die beiden diesen Teil auf der Bühne nicht sehen können, haben sie diesen Bildschirm. An dem sehen sie, wann die Zuckerdose an der richtigen Stelle ist. Hey, das macht mega Spaß. Oh, Vorsicht. Was, wer ist kaputt gegangen?
Wow, wow. Mit Sprüngen. Ey, das ist voll sehr cool. Sehr gut. Yes. Und mega cool, mit einer Fernbedienung können wir die Kaffeekanne wie von Geisterhand über den Tisch fahren lassen. Guck mal, so sieht das dann bei der Aufführung aus. Hinter der Bühne können die Theaterleute Gegenstände mit Seilen oder Fernbedienungen steuern. Gecheckt. Weil es damals noch keine Computer gab, wurde der Pumuckl von Hand gezeichnet. Und das ging so. Die Trickfilmzeichner mussten für jede Bewegung einen neuen Pumuckl malen. Die Bewegung, die Pumuckl machen soll, wird Folie für Folie immer etwas weiter gezeichnet und dann bunt ausgemalt. Diese Bilder, schnell hintereinander abgespielt, sehen dann so aus, als würde Pumuckl die Augen öffnen und schließen. Super aufwendig. Für eine Minute Pumuckl-Film mussten die Trickzeichner 400 Bilder malen. Zum Schluss werden alle Folien über den schon gedrehten Film gelegt und nochmal abgefilmt. Dann sieht es so aus, als würde Pumuckl sich tatsächlich im Film bewegen. Ich will jetzt checken, wie solche Tricks heute funktionieren. Dazu bin ich in Stuttgart an der Hochschule der Medien. Studentin Vatine kennt sich richtig gut mit Filmtricks am Computer aus. Und ich habe sogar einen eigenen kurzen Film mitgebracht, für den wir jetzt eine Koboldfigur erfinden. Ey, die gehört mir. Ey! Hi, Vatine. Servus. Hallo. Ach. Ich habe jetzt schon gesehen, wie der Pumuckl früher so gezeichnet wurde. Mhm. Und du kannst ja Sachen am Computer zeichnen und animieren, ne? Und ich würde auch gerne so meinen eigenen Kobold animieren. Können wir das heute machen? Ja, klar. Wollen wir gleich anfangen? Okay, was ist der erste Schritt? Also der erste Schritt ist, eine Idee haben. Wie willst du, dass dieser Kobold für dich aussieht? Ja, so ein bisschen plumper, also koboldmäßig, aber auch frech, große Hände, mit Wuschelhaaren. Was ich cool finden würde, wenn es nicht ein Kobold ist, sondern eine Koboldine oder eine Kobolddame, oder wie man das dann sagt. Das können wir auf jeden Fall machen. Eigentlich braucht man fast schon einen Namen, ne? Hast du denn einen Vorschlag? Boah, das ist gar nicht so einfach. Wanda finde ich eigentlich einen schönen Koboldnamen. Dann heißt sie jetzt Wanda. Wanda! Vatine hat verschiedene Skizzen von Wanda eingescannt und arbeitet am Computer weiter. Was machst du denn mit diesem Würfel da? Naja, ich versuche jetzt unsere 2D-Zeichnung in eine 3D-Figur zu verwandeln. Okay, warte mal, das musst du erklären. Was ist denn 2D und was ist 3D? Okay, es ist eigentlich ganz einfach, wenn du von dieser Zeichnung ausgehst. Mhm. Die Zeichnung siehst du immer auf einer einzigen Fläche, das ist 2D. Und wenn du zum Beispiel diesen Würfel jetzt nimmst, du hast einmal die Höhe, einmal die Breite und dann, wenn du den Würfel einmal bewegst, hast du auch die Tiefe. Und okay. Das ist 3D. Wenn die Figur fertig ist, können wir sie nicht nur von einer, sondern von allen Seiten ansehen. Das heißt, sie ist dreidimensional. In der Fachsprache sagt man 3D. Vatine arbeitet mit einzelnen 3D-Bausteinen, die sie zusammensetzt und in super vielen Schritten zu einem Koboldkörper formt. Weil das mehrere Tage dauert, hat Vatine schon mal ein paar Zwischenschritte vorbereitet. Wunderschön. Und guck mal, hier sind auch schon Ohren und Finger dran. So, und als letzten Schritt haben wir noch einmal die Haare. Die sehen lustig aus. Und jetzt springen wir ins andere Programm und malen unsere Wanda an. Unsere Wanda bekommt ein Oberteil und Jeans. Der Popo. Gut, dass du den blau angemalt hast. Ein paar Streifen. Und dunkle Stiefel. Und Wanda soll grüne Haare haben. Ey, mega. So, und der nächste Schritt ist jetzt, diese Figur zum Bewegen zu bringen. Und das funktioniert eigentlich so, dass du wie in einem wirklichen Menschen Knochen einsetzt. Echt jetzt? Richtig. Und mit diesem Skelett kannst du dich jetzt bewegen. Wow, die geht ja sogar richtig in die Knie, wenn die runterkommt. Und wenn wir jetzt das Skelett noch mal anschauen wollen, ohne das ganze Model dazu. Mhm. Oh. Das sieht ja mega witzig aus. Und es ist wie im menschlichen Körper auch. Also wir haben am Knie auch hier ein Gelenk oder an den Armen. Mhm. Und da kann die sich bewegen, ne? Richtig. Und wir können auch alles in Wandas Gesicht bewegen. Ihren Mund zum Beispiel.
Den können wir zu einem riesigen Grinsen verziehen. Oder ganz doll die Augen verdrehen. Und einmal für ganz viel Spaß. Wir haben jetzt alles vorbereitet dafür, dass wir sie animieren können. Animieren bedeutet so viel wie bewegen. Alles, was ich in diesem Spezialanzug mache, wird an Vatinis Laptop geschickt. Das funktioniert mit solchen Sensoren hier. Davon sind mehrere in meinem Anzug verbaut. Wenn ich jetzt Wanda spiele, werden die Bewegungen am Computer angezeigt und Vatine kann sie abspeichern. Später werden dann die Bewegungen auf die Computerwanda übertragen. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt, wie das aussieht, wenn Wanda das macht. So, dann spielen wir das einmal ab. Richtig witzig. Sieht es dann im Film dann auch so aus? Naja, im Film wird es ein bisschen besser aussehen, aber da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Okay. Vatine sorgt noch dafür, dass sich in Wandas Gesicht auch ihre Augen und ihr Mund bewegen. Puh, das dauert ja ganz schön lang. Vielleicht kann ich ja währenddessen diesen Zauberwürfel lösen. Julian? Ey, ich bin an diesem blöden Würfel dran und ich habe überhaupt keinen Plan, wie das gehen soll. Das geht einfach nicht. Bist du fertig? Ich bin fertig. Echt jetzt? Ich bin fertig. Boah, da bin ich echt gespannt. Ey, das sieht ja Hammer aus. Ey, die gehört mir. Schwebt die Schokolade weg. Ey, mega. Das ist so viel cooler, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, vielen Dank, Martine. Mega. Kann ich es nochmal sehen? Ja. Ey, die gehört mir. Ey! Und jetzt schaut mal, der Unterschied zwischen früher und heute. Würde man den Pumuckl heute entwickeln, würde er wahrscheinlich eher aussehen wie unsere Wanda hier. Und ob es Kobolde wirklich gibt oder nicht, das kläre ich jetzt in meiner dritten Checkerfrage. Gibt es Kobolde wirklich? Ob es Kobolde wirklich gibt oder nicht, weiß keiner so genau. Schließlich sind sie ja für die meisten Menschen unsichtbar. Ey, aufhören! Lasst es! Über viele Jahrhunderte hinweg erzählen sich jetzt die Menschen schon Geschichten über Kobolde und Klabautermänner. Und die Geschichten beschreiben die Kobolde als relativ menschenähnliche Wesen, bloß ein bisschen kleiner. Sie haben zwei Arme, zwei Beine und ein einigermaßen menschenähnliches Gesicht. Sie können aber auch echt gruselige Eigenschaften haben. Zum Beispiel eine eiskalte, leblose Hand. Wie unangenehm. Sie können auch als Tier in Erscheinung treten. Als Kater zum Beispiel oder als Schlange. Und sie wohnen angeblich am liebsten bei uns im Haus. Sie sollen nämlich die Familie vor Unglück und Unheil bewahren. Und wenn sie sich einmal bei jemandem eingenistet haben, dann wollen sie am liebsten nie wieder weg. Also eigentlich ganz nette Kerlchen. Aber wenn man sie ärgert, können sie auch ganz schön frech und eigensinnig werden. Dann können sie ganz schön Krawall machen. Ey, ist ja gut. Unser Pumuckl sagt ja, dass er nicht nur Kobold ist, sondern auch Klabautermann. Klabautermänner sind so eine ganz besondere Art von Kobolden. Während Kobolde angeblich Hausgeister sind, sind Klabautermänner Schiffsgeister. Sie helfen der Schiffsbesatzung bei der Arbeit und bereiten das Schiff auf Sturm und schlechtes Wetter vor. Und als Gegenleistung wollen sie nur etwas zu essen haben. Kobolde gibt's natürlich nicht wirklich. Nur in Geschichten und Erzählungen. Gecheckt! Ich bin jetzt nochmal am Gärtnerplatztheater beim Pumuckl Musical. Und das Beste, ich darf mich auch mal als Pumuckl verkleiden. Sieht ganz gut aus, oder? Maskenbildnerin Merle verpasst mir noch ein rotes Näschen und Sommersprossen. Sieht so langsam echt lustig aus. Und klar, die roten Haare dürfen natürlich nicht fehlen. Fertig? Fertig. Oh, cool. Mensch, Julian, du siehst ja super aus. Du bist jetzt Pumuckl. Ich fühle mich auch pumuckelig. Das ist sehr, sehr gut. Weißt du was?
Jetzt bin ich dran. Setz dich und doch. Jetzt werde ich mal zum Pumuckl. Hallo Merle. Hallo Christian. So, dann fangen wir mal an. Ich bin schon gespannt. Wir sehen wahrscheinlich dann voll gleich aus. Wir sehen dann aus wie Zwillinge wahrscheinlich, oder? Was macht dir eigentlich am meisten Spaß, wenn du dann Pumuckl spielst? Natürlich musst du dich an das Textbuch halten. Das ist natürlich ganz arg wichtig, damit die Geschichte auch weitergeht. Mhm. Aber trotzdem kannst du ganz viel Schabernack auch so machen und ganz viel Spaß haben auf der Bühne. Wenn du jetzt so in die Maske kommst, dann weißt du, dass es auch gleich losgeht. Und gleich ist ja die Generalprobe, ne? Ja. Bist du dann schon aufgeregt oft? Also man ist immer so ein bisschen, jetzt geht's los. Tada! Tada! Die Pumuckls sind wieder da. Das ist ja aus mich, Julian. Mega, ne? Oder? Ey, sehr und gut. Wenn ich jetzt schon so richtig aussehe wie der Pumuckl, meinst du, es gibt irgendwie eine Szene, wo ich so mitspielen könnte vielleicht? Na, wenn du schon so aussiehst wie ich, dann komm doch mal mit auf die Bühne, ja, oder? Oh, machen wir das? Cool, ja. Also, los, komm. Christian und seine Schauspielkollegen haben gerade Generalprobe. So nennt man die letzte Probe vor der großen Aufführung. Hier haben auch noch nicht alle ihre Kostüme an. Boah, ey, so langsam bin ich richtig aufgeregt. Ich soll gleich rausgehen und ein bisschen Pumuckl-Action machen und mir so einen Lolli klauen. Ich bin richtig nervös jetzt. Hey! Hey Christian, das war ja großartig. Du warst großartig. Hast du vielen Dank. Aber du hast es noch besser gemacht, deswegen habe ich dir was geklaut. Ein Lutscher! Ja. Was wird der Pumuckl sagen? Denn was? Alles, was süß ist, ist gut. Und jetzt noch? Die Antwort auf die Mitmachfrage. Genau. Ich wollte von euch wissen, wie viele Pumuckl-Bilder musste man für eine Minute Film zeichnen? A. 25, B. 200 oder C. 400? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal! Für jede einzelne Bewegung mussten die Trickfilmer einen neuen Pumuckl zeichnen. Das ist alles super aufwendig. Für eine Minute Pumuckl-Film brauchte man 400 Bilder. Richtig ist also Antwort C. So. Ich guck mir jetzt noch die richtige Aufführung an. Sieht schon ganz schön voll aus hier. Boah, Leute, gleich geht's los. Ich bin schon mega gespannt, wie die Leute dann in ihren richtigen Kostümen so aussehen. Freu mich schon. Ungeduscht und ungebadet. Folge marmeladet, ungezahnputzt, ungekämmt. Shampoo ist mir völlig fremd. Der Pumuckl mit dem roten Haar. Leute, ich hoffe, es gibt noch eine Zugabe nach dem Applaus. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüssi, tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schleppt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian.